Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Runde Dein Training mit Franzi Unboxing. Vorab, du willst immer wissen, was ich aktuell painte, male, dies, das. Ich poste euch meinen Instagram-Link hier in die Infobox rein. Entschuldigung. Könnt ihr mir auch gerne da folgen, würde mich natürlich mega freuen. Und falls du eine Dein Painting-Gruppe in Facebook suchst, kannst du auch gerne zu uns vorbeikommen. Auch den Link poste ich euch in die Infobox. Wir heißen Dein Painting Family. Auch da würden wir uns sehr freuen. Ich fange jetzt erstmal mit diesem Bild hier an. Das ist 50x60. Sieh hier. Ja, jetzt holen wir erstmal die Steine hier raus. Also ein ganz normales Toolkit kennt ihr mittlerweile. Da brauche ich glaube ich auch nicht mehr wirklich was sagen. Hier haben wir runde Steine. Gab es leider nur mit runden Steinen. Aber ich mag dieses Bild. Ist sie nicht wunderschön? Ist sie nicht wunderschön? Ich finde sie mega schön. 24 Farben hat das Bild. Ich finde das immer so faszinierend, weil es eigentlich ein recht dunkles Bild ist. Und dann hat es doch 24 Farben. Finde ich immer cool. Auch die Größe bei diesen Bildern, da gibt es ja viele verschiedene. Finde ich 50x60 ist die perfekteste Größe. Ja, mir gefällt das richtig gut. Na doch, die ist richtig hübsch. Auch diese, dieser Kontrast hier einfach, dieses Helle zum Dunkeln. Das ist mega cool. Ich zeige euch die Leinwand. Ich bin leicht erkältet, also nicht wundern. Leinwand ist wie immer. Na komm, fokussier. Hier haben wir jetzt halt noch die Folie drauf. Bald mal. Auf jeden Fall, ihr habt es ja oben schon gesehen, aber ich zeige euch noch ein anderes Stück. Die Leinwand ist echt top. Hier ist einfach mal heller, hier sieht man es besser. Die ist wirklich einfach top. Ich finde sie auch wunderschön. Wirklich wunderschön. Ich hier noch die Folie mal richtig drauf machen. Das ich nicht. Ja. Aber wie gesagt, Leinwand ist da immer top. Habe ich noch nie Probleme gehabt. Und ich finde sie echt mega schön. Wie gesagt, wir haben hier auch wieder runde Steine. Weil gab es leider nicht, eigentlich ist okay, brauche ich nicht immer auf Bilder mit Grundstein, aber manchmal gibt es das halt nicht anders. Was hier auch wieder einfach cool ist, wir haben Zipptütchen und hier haben wir ganz viel 310 und man könnte halt jetzt auch wieder einfach direkt jetzt anfangen zum Painten. Ihr braucht ja nichts vorbereiten, ihr habt die Tütchen, zack, Tütchen raus, zack, los geht's. Das ist halt immer das Coolste. Ja, aber Knigge hat sie hier, wie man sieht. Das ist dann schon nervig, aber. Wir haben hier noch ein Bild, wie ihr am Anfang gesehen habt. Das Bild ist 40x50. Was für Steine haben wir hier? Auch Hunde. Und auch hier haben wir dieses ganz normale Toolkit. Ich glaube, ich brauche da echt nichts mehr zu sagen. Aber das Bild hier fand ich halt einfach mega cool. Ist das nicht cool? Diese junge Dame. Da kriege ich sogar perfekt hier hin. Ist die nicht cool mit ihren Tattoos? Einfach dieses, ich weiß es nicht, ich mag so Bilder. Ich finde es cool. Das ist komplett was anderes mit Brille, dies, das. Die kurzen Haare. Ich fand das Bild richtig cool. Und das ist so ein Bild, das würde ich auch sofort aufhängen. Einen coolen Rahmen rein. Cool. Wir haben jetzt 22 Farben. Runde Steine, habe ich schon gesagt. Ich finde das cool. Ich mag das Bild. So, mal wieder ran. Leinwand und so, was ihr seht. Ich lasse jetzt aber die Folie drauf.
Leinwand ist gut. Die ist echt gut. Kann man nichts gegen sagen. Bin auch dieses Bild 40x50. Es gab es nicht größer. Deswegen, oh, ich finde es ist okay. Also ich sehe es auch, wenn ich jetzt so in die Kamera reinschaue. Von Weitem sieht das echt toll aus. Ich meine, von an sieht das auch gut aus. Man kann es gut erkennen. Doch, ich denke, das ist völlig okay für so. Die hat jetzt nicht so viele extreme in Details. Das Einzige, was hier ist, ist hier halt der Adler. Oder was auch immer sein soll, doch ein Adler. Und das Saturn, das ist das Einzige, wo am meisten Details drauf sind. Alles andere hat nicht wirklich welche. Und auch hier könnten wir jetzt sofort anfangen zum Painten, weil wir haben auch hier diese Zipptütchen. Ich feiere das. Hey. Früher gab es das nicht so oft in diesen Bildern. Jetzt gibt es das fast in jedem Bild. Ich feiere es. Ich könnte jetzt direkt so anfangen. Einfach mega cool. Ich weiß, viele würden das trotzdem jetzt noch in so ihren Taschen füllen und alles, aber ich nicht. Da bin ich raus. Ist wirklich so, dass ich hasse Steine sortieren. Ich hasse es. Und die dann wieder raus machen. Wie ist das? Nee. Da bin ich immer, bei so Tütchen bin ich immer glücklich drüber. Genau. Die Links zu den Produkten packe ich euch in die Infobox, falls euch das interessiert und ihr die auch haben wollt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich hoffe, oh Gott, ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen, das Video gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen neuen Kommentar und Abonnenten auch. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Werde nicht krank und passt auf euch auf. Genau. Wir hören uns. Bis bald. Tschüss, eure Franzi.